Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Plague Inc. Heute haben wir wahrscheinlich vorerst mal die letzte Seuche, nämlich einen kleinen Zuschauerwunsch, und ich wollte auch nochmal mit einem Prion die ganze Welt infizieren, und von daher werden wir das Ganze einfach mal machen. Ja, hier ist er schon, der Prion. Ein schöner, stränglicher, langsamer, äußerst schleichender und äußerst komplexer Erreger im Gehirn. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Automatisches Zerplatzen können wir uns natürlich schenken, wenn wir keine Cheats anhaben. Rote DNS, da dieser komische Prion nicht wirklich schnell gefunden werden kann. Nachahmer ist gut, Wasserbonus ist pervers geil und Widerstandsfähigkeit erstmal richtig. Gut, dann machen wir das so. So, normal spielen wir, und die Seuche ist... Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie nenne ich meine Seuche? Okay, die Killerkatzengrippe. Yep. Und damit sind wir auch schon auf dem Planeten der Menschen. Parodie auf Planeten der Affen. So, Startgebiet wählen. Was nehmen wir natürlich? Wir nehmen einmal Großbritannien. Wir fangen auf der wunderschönen grünen Insel Irland an. Natürlich im Norden, also der Norden gehört eigentlich auch zu Großbritannien. Der Rest des Landes zwar nicht, aber scheiß drauf, YOLO. Ja, das wird halt in diesem Spiel etwas zusammengerechnet. So, ich möchte das Ganze aber etwas schneller abhalten, damit das nicht allzu lange dauert. Die Killerkatzengrippe befällt das Vereinigte Königreich. Juhu, der erste Fall, also in der ganzen Welt und hier. Und jetzt wird hier erstmal wieder ein bisschen schön weiterentwickelt. Was können wir denn Schönes machen? Übelkeit, naja gut, das merkt noch kein Brite, das wird auch ganz gut eigentlich. Na gut, wir warten einfach mal, bis es weitergeht. Aha, Prion. Prion, langsamer schleichender, blablabla. Ist äußerst schwer zu entdecken und zu heilen. Die Krankheit reagiert langsamer auf neue Entwicklungen. Oh, das ist nicht gut. Das wird ein bisschen schwieriger. Aber auf jeden Fall, England ist so mit der Seuchenpool überhaupt, weil wenn du da erstmal ein paar Leute infiziert hast, dann bist du wirklich überall. Weil die ja auch absolut international handelsfähig sind, und das ist natürlich immer gut für eine Krankheit. So, wir können den natürlich etwas durch neurale Atropie, Atropie können wir den ein bisschen verstecken, den Prion. Machen wir aber nicht. Jetzt kommt erstmal Luftübertragung gleich dazu. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen. Ich lass mir Zeit. Gut, viel Spaß dabei. So, das hätten wir fertig. Dann kommt jetzt gleich nochmal Schiffübertragung. Was ich übrigens auch nochmal loswerden möchte, die Trailer von dem Spiel, die sind einfach saugeil. Die kann ich mir immer wieder angucken. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die einfach pervers geil. Die Trailer. Und die Musik davon ist auch absolut Killer, ohne Scheiß. Die Musik ist echt geil von dem Spiel. Also so als Soundtrack wirklich genial. Muss man echt mal nochmal loswerden an der Stelle. Das hat schon was. Oh, ist nicht übel. Gut, wie verstecken wir uns denn jetzt am besten? Ah, man sieht schon, so langsam wird's jetzt. Aber es dauert trotzdem ein bisschen lange. Es geht mir nicht darum, schnell zu sein, es geht mir darum, effektiv zu sein und nicht leicht entdeckt zu werden. Denn Verborgenheit ist manchmal ganz gut. So, 100 Infizierte haben wir auf jeden Fall schon mal geknackt. Gleich geht's dann noch weiter. Großbritannien. Ein kaltes Land, so kalt war es da nun gar nicht. Ich war ja mal in England und ja, da war es jetzt nicht so arschkalt. Sehr feucht. Okay, das mit dem Regen, das ist glaube ich ein Klischee als, ja, das ist glaube ich eher ein Klischee als alles andere. Urbanität und reiches Land. Ja, das passt einigermaßen. Habt ihr übrigens jemals gesehen bei Deutschland, dass hier auch so ein Frostzeichen ist und dass man hier Vorteile hat, wenn man in kalten Ländern sozusagen aktiver ist? Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass Deutschland in diesem Spiel als kaltes Land gilt. Habe ich mir nie wirklich angeguckt. Und auch bei Frankreich. Nein, Frankreich gilt als warmes Land, komischerweise. Ja, hier in Polen sieht es genauso aus. So, Hunderte sind infiziert. Das ist schon mal gut. Och, wir sind ja schon fast bei 300 Leuten. Na gut, machen wir erstmal weiter. Dänische Mafia wird zu mächtig. Was? Die jüngsten Vorkommnisse im Zusammenhang mit der dänischen Mafia haben die deutsche Kanzlei dazu bewogen,
organisiertes Verbrechen und antisoziales Verhalten zu untersuchen. Hä? Was haben wir denn mit den Dänen zu tun? Die haben doch ihren eigenen Staat. Außer hier in dem Spiel, da ist es ein bisschen anders. Dänemark ist ja das Ding hier oben. Also über Deutschland, was man jetzt hier irgendwie so in der Mitte sehen kann. Schade, dass man den Mauszeiger nicht sehen kann. Ich wusste das auch von vornherein jetzt nicht, dass man den auch wieder aktivieren kann. Nein, wusste ich überhaupt nicht. Aber ich hab's vergessen. Naja, ist auch egal. Ich guck einfach mal ein bisschen nach Europa. So, jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen größer. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht großartig. Jetzt kann man das Ganze mal ein bisschen übersichtlicher sehen. Und die Wolke auf Island gefällt mir. Zumal das überhaupt, glaube ich, keine Wolke ist, sondern wahrscheinlich nur ein verschneiter Berg. Ja, Killerkatzengrippe erreicht Frankreich. Tja, die Franzosen sind anscheinend auch mal dran. Zeit, sich zu ergeben, habe ich recht? Okay, machen wir mal weiter. Killerkatzengrippe infiziert Tausende. Boah, Tausende, geil. Wie sieht's in Frankreich aus? Ja. Mit der Rechnung stimmt zwar irgendwann nicht, aber alles okay. Yeah, wir sind in den USA. Auf nach Los Angeles. Yeah, erstmal nach LA. Und ich fühle mich irgendwie die letzten paar Tage auch so ein bisschen krank. Killerkatzengrippe infiziert weitere Länder. Yeah. Oh, ihr seht schon, England ist hier echt in dem Spiel der reinste Seuchenpool. Ihr kommt wirklich überall hin. Haha, ich muss sogar rauszoomen. Sonst kriege ich hier gar nichts mehr gebacken. Das ist ja total scheiße. So, einmal bitte noch Russland. Einmal die Nummer 5 mit Pommes und Mayo. Und Salat natürlich nicht zu vergessen. Alter, was ist denn hier los? Wir sind ja gleich schon in Grönland. Also auf Grönland, weil es ja eine Insel ist. So, natürlich prionale Fähigkeiten sozusagen ein bisschen verbessern. Und dann machen wir das schon irgendwie. Ja, ihr seht, England ist wirklich... Sieht aus wie eine Schneeflocke, weil in alle Richtungen hier so eine Linie geht. Das ist wirklich geil, muss man mal sagen. Also England ist echt geil als solchen Verbreitungszentrum. Ich meine, ihr kommt nach verfickt nochmal... Ihr kommt wohin nochmal? Ich zähle jetzt mal alle Staaten auf, wo ich hingekommen bin. Von England aus. Einmal Island, einmal bitte Norwegen mit der Nummer 12 von Pommes und Cola. Dann sind wir nach Kanada gekommen, in die USA, nach Mexiko, in die Karibik. Dann sind wir noch hier nach Mittelamerika gekommen, nach Brasilien. Sind wir sogar zweimal gekommen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Nach Spanien, Frankreich, oh, Deutschland anscheinend, glaube ich, auch. Oder so, ne? Russland, oh, Südafrika, Australien, Neuseeland, meine Güte. Also England ist echt die Top-Wahl, die man nehmen kann. Ich möchte euch jetzt aber nicht nerven, deswegen machen wir einfach mal weiter. Und die Seuchenverbreitung, die funktioniert aber mal perfekt heute. Gut. So, jetzt erstmal schön Platz machen für die Krankheit. Die Menschheit wird zugrunde gehen. Wir müssen gleich aber auch mal Arzneimittelresistenzen so einen Scheiß entwickeln. Sonst wird es ein bisschen knapp. Boah, ich muss jetzt auch... Alter! Schrecklich! Alter! Ich glaube, das wollt ihr gar nicht sehen. Kriege ich das hin? Jupp. Ich habe meine Tempotücher zum Glück. Boah. Ich habe mich gerade total angerotzt. Beim Niesen, weil heute irgendwas mit meiner Nase nicht ist. Nicht vernünftig ist. Eigentlich hätte ich mal dieses Spray nehmen sollen, was mir der Arzt gegeben hat. Aber naja, was soll's. Also das Spray halt, weil ich in gewisser Art und Weise auf Pollenflüge und so ein Scheiß allergisch bin. Aber das ist zu dieser Jahreszeit auch ein bisschen seltsam. Deswegen, möchte ich mir oder auch nichts mit irgendwelchen komischen, ja, wie hießen die Viecher nochmal, Viecher vor allen Dingen. Oh, wartet mal kurz, ich muss mal kurz überlegen. Aspirin war es nicht. Ach, ist egal. Naja, ist auch egal.
Vergessen wir es einfach. Ah, ich weiß, Cortison ist da drin. Genau, deswegen will ich das nicht nehmen, weil da Cortison drin ist. Und das sollte man sich wirklich nicht geben, wenn man es nicht wirklich unbedingt braucht. So, Niesen natürlich noch weiterentwickeln. Arzneimittelresistenz, Kälteresistenz brauchen wir auf jeden Fall. Sonst wird das hier nichts. So, Russland hat auch schon die Arschkarte gezogen. Und ich verbreite mich immer weiter. Wie sieht's denn aus? Ist die Krankheit schon entdeckt worden? Breitet sich rasch aus. Alter, ich muss was trinken. Ich halte halt nicht mehr aus, sonst huste ich hier gleich dein Mikro tot. So, in Japan wird anscheinend demnächst auch schon kein Pokémon mehr gespielt. Weil es keinen mehr gibt, der das spielen kann. So, ich würde mal sagen, auf nach Grönland, Jungs und Mädels, ne? Wird mal langsam Zeit hier. So, ein bisschen Frosty-Bosty noch weiterentwickeln. Wie sieht's damit aus? Lungenentzündung? Ach, das ist doch schön. Man merkt zum Glück keine Sau. Bedrohungsstufe erhöht, in Anführungsstrichen sogar. Wow, das hört sich echt vielversprechend an. So, jetzt bitte einmal das nächste Schiff nach Grönland. Hallo. Und Madagaskar möchte ich gerne auch noch infiltrieren, beziehungsweise infizieren. Ja, Grönland ist erledigt. So, wir müssen Madagaskar jetzt aber mal ziemlich schnell erledigen. Sonst haben wir ein kleines Problemchen. Also erledigen nicht, aber infizieren auf jeden Fall. Ja, Hitzeresistenz können wir nicht weiterentwickeln. Komplexe Aufgaben werden deutlich erschwert. Vielleicht finden die Leute dann weniger über diese Krankheit heraus, wer weiß. Tja, die Killerkatzengrippe ist anscheinend jetzt wohl richtig krass gerade. Ja, und das letzte Land der Erde. Das letzte Land der Erde auf dieser Karte. Ich nenne es jetzt nicht mal Staat, das Ding. Madagaskar. Er ist auch infiziert. Warum ich das nicht Staat nenne, das Ding? Tja, weil hier eigentlich nichts ein Staat ist. Deutschland und Dänemark und Liechtenstein sind auf einmal ein Staat. Was auch ziemlich komisch ist. Luxemburg existiert nicht mal. Die Niederlande und Belgien, by the way, auch nicht. Es gibt so viele Staaten hier nicht. Deswegen ist das Spiel absolut unrealistisch. Also mein PC wird natürlich viel mehr schaffen, ist klar, ist eine Killermaschine. Aber nicht jeder PC wird das packen und auch nicht jedes iPhone. Deswegen gibt es auch nicht so viele Staaten. So, Vögel weiterentwickeln, ein bisschen rumvögeln, wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier noch ein bisschen weitergehen. Ja, vollständiges Organversagen, hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ja, jetzt gucken wir der Welt einfach nur noch dabei zu, wie sie den Bach runtergeht. Das ist übrigens jetzt die letzte Folge von Plague Inc. Wenn irgendwas, ich weiß nicht mal, ob ich das schon gesagt habe, wenn irgendwas Bahnbrechendes kommen sollte, dann kommen wieder neue Folgen. Aber ich sehe da jetzt erstmal keinen Sinn drin, jetzt noch neue Folgen zu bringen, weil sich hier an dem Spiel erstmal nichts mehr verändern wird. So, ich spare auf das Organversagen. Das sollte jetzt mal ein bisschen schneller geschehen. Ah, das ist von selber passiert. Wurde einfach mutiert. Genau wie bei Ebola. Das wird auch übrigens ziemlich lustig. Übrigens, fettes Dankeschön nochmal. Fast 60 Leute haben sich den Part angeguckt mittlerweile mit Ebola. Finde ich eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, ich wollte die Leute mal ein bisschen davor warnen, wie schnell sich das ausbreiten kann. Und einfach mal zeigen, wie schnell das gehen kann mit dieser Krankheit. Na gut, das ist keine realistische Simulation, eine hyperrealistische angeblich. Aber das bringt uns ja auch nicht unbedingt weiter. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst davor, dass hier die Seuche schneller Leute umbringt, als sie infiziert. Ja. Ich glaube, wenn Ebola wirklich in Deutschland ausbricht, dann mache ich auch erstmal ein Video, einen kleinen Blog dazu. Was ich machen würde, wenn das richtig krank werden wird. Also das Land vor allen Dingen. Wie können wir uns noch schneller verbreiten? Es muss doch noch irgendeine Möglichkeit geben. Wie sieht's denn mit Nekrose aus? Ja, ist doch schön. Vor allen Dingen in Afrika könnte das was bringen. Wir wissen ja, wie toll Nekrose ankommt durch die Ebola-Epidemie in Westafrika. Wenn Leichen sozusagen auch noch die Krankheit in sich tragen und verbreiten können. Ja, und ich würde sagen, puh, bis auf ein paar Menschen hier war es das langsam, ne? Ja, sieht gut aus. Wir müssen kurz mal was zurückentwickeln. So, vollständiges Organversagen ist zurückentwickelt. Hitzeresistenz wird weiterentwickelt. Und genetische Verhärtung natürlich auch. So,
sieht doch schon mal gut aus. Ich frage mich, um ehrlich zu sein, wenn bei 340 Millionen Menschen, wer da bitte noch an einem Heilmittel forscht? Die Menschheit ist dann schon am Arsch, aber okay, macht ruhig noch weiter. Man sieht ja auch noch so schön, wie sich das hier noch alles bewegt. Aber nichts mehr passiert einfach. Angola, wie viel haben die eigentlich an Einwohnern? 19 Millionen, das ist ja eigentlich nichts im Vergleich zu Deutschland. Naja, was soll's. Es kann wenigstens noch lustig werden. Gut, dann ist Afrika anscheinend der letzte Ort auf der Welt, wo Leben entsteht. Vor allen Dingen, weil der Mensch ja auch aus Afrika kommt ursprünglich. Gut, machen wir einfach mal weiter. Was haben wir denn noch so Schönes? Ja, gut, nehmen wir nochmal die Lungenfibrose dazu. Bringt zwar jetzt nicht mehr viel, aber wir gucken jetzt der Menschheit einfach nur noch kurz beim Sterben zu und dann wäre es das auch schon wieder mit Plague Inc. Tja, das wäre dann das Let's Play erstmal gewesen. Ich möchte nämlich jetzt gerne ein bisschen was anderes machen. Eine andere Richtung von Spiel, nämlich ein Horror-Game. Und da sehen wir uns dann hoffentlich auch wieder. So, Killerkatzengrippe-Genom vollständig sequenziert. Ja, ich muss gleich erstmal richtig schön niesen und alles. Ich hoffe, die Menschheit verreckt vorher. Dann muss ich das nämlich nicht noch alles so reinschieben in eine Sache. Los, komm Menschheit, geh den Bach runter. So schwer kann das doch gar nicht sein. Bei Plagueis Incubus sozusagen. Ja, ja, 15 Millionen, 14 Millionen, 13, Zawölf und 11 und Zahen Noin. Jetzt mach hinne hier. Was, das ist fast schon 2017 hier in dem Spiel, krass. Wir haben 3 Jahre gebraucht fast. Das ist schon nicht übel. Das ist schon extrem sogar, um ehrlich zu sein. Extrem ist das 3 Jahre. Boah. Und die Menschheit schaut den letzten Tagen ins Gesicht, die sie erleben wird. Die Welt ist in Trümmern, in Schutt und Asche gelegt. Nichts ist mehr schön wie damals, als die Menschheit noch da war. Wobei die Welt sich jetzt an sich wieder besser fühlt, ist ja klar, die Menschen sind weg, ne? Wir sind ja wie so ein Virus. Eigentlich machen wir mit der Welt nichts anderes. Wir verbreiten uns ohne Ende und töten sozusagen den Wirt. Das machen wir mit der Natur. Und das ist genau das, was diese Krankheit macht. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir vor Krankheiten Angst haben. Das sind doch auch nur Menschen in klein. Und wir sind halt die Erde. Also jeder von uns. So. Ja, ist eigentlich wahr, oder? Wir sind eigentlich der behindertste Virus und der schlimmste Virus, den es gibt. Wir Menschen. Jetzt mal im Ernst. Wir verbreiten uns so verschissen schnell. Okay, jetzt so schnell nicht wie eine Krankheit unter Menschen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir beuten die Erde vollständig aus. Wir machen die Erde kaputt. Wir töten den Wirt. Genau wie diese Krankheit. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen uns und denen? Die sind klein, wir sind groß. Ja, das ist der einzige Unterschied. Aber im Grunde machen wir genau dasselbe. Ja, der Mensch ist wie eine Batze. Ist wirklich so. So. Und ich wette, wenn wir einen anderen Planeten bewohnen könnten, dann würden wir dasselbe damit machen. Killerkatzengrippe hat erfolgreich alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Tja, Melli, schönen Gruß an dich und damit würde ich sagen, wir sind raus, haut sie rein und ich werde wahrscheinlich Plague Inc. jetzt eine Zeit nicht mehr spielen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt allein hier bei Steam 68 Spielstunden habe mittlerweile. Und auf dem iPhone hatte ich das auch locker 30 Stunden gespielt. Eigentlich müssten das, wenn man es übertragen würde, bei Steam schon um die 100 sein, aber naja, was soll's, okay. Ja, nach 100 Stunden wird so ein Spiel auch mal langweilig, also haut sie rein, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Ketter sagt Cheerio.